Hallo, ich bin Laura und heute bin ich für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Berlin unterwegs. Ich treffe heute 8 Ehrenamtliche, um mit ihnen über ihr Engagement zu sprechen und darüber, wie sie ihr Ehrenamt persönlich geprägt hat. Hallo Jane, du bist ehrenamtlich beim THW, Technischen Hilfswerk in Berlin, unterwegs. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, was dein Ehrenamt genau beinhaltet? Was ist deine Tätigkeit da? Ich bin Helfer in Berlin-Charlottenburg in der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung. Und wir machen alles, was diese Begriffe so in befassen. Transport von Wasser zu Land, Notunterbringung, Notversorgung durch Energie, etc. Und unterstützen unsere eigenen Einsatzeinheiten, sei es bei Bergungs-, Rettungsaufgaben, Wassergefahren, alles, was da so anfällt, unterstützen wir. Okay. Was müsste ich denn mitbringen, um bei euch einsteigen zu können? Kreativität und Motivation. Also im Optimalfall ist man im Katastrophenschutz nie im Einsatz. Das heißt, man muss seine gesamte Motivation, da viel Zeit reinzustecken, auch aus Ausbildung ziehen. Das kann manchmal schlauchen, da muss man trotzdem so einen kleinen Rucksack geben und sagen, doch, das macht Sinn, das mache ich gerne. Okay. Hast du selber denn das Gefühl, dass du mehr investierst dann in dein Ehrenamt oder dass du mehr zurückbekommst von deinem Ehrenamt? Das ist mal so. Es hält sich, glaube ich, im Großen und Ganzen die Waage. Ja. Es gibt Phasen, so jetzt vor allen Dingen Einsatzphasen, da gibt man viel, da kriegt man nicht viel raus. Mhm. Weil man aber zum Beispiel in so einer Ausbildungsphase ist, wo man sich qualifiziert und auch das dann vielleicht mal extern, ist das was einem, was auch durchaus privat was mitgibt. Ja, und inwiefern, was hat das Ehrenamt mit dir privat gemacht oder persönlich gemacht? Naja, es trägt auf jeden Fall zur Charakterbildung bei. Also ich denke, so Verantwortungsbewusstsein und sowas steht da ganz oben. Okay. Aber auch handwerkliches Können und vielleicht auch mal die eine oder andere kreative Lösung um die Ecke kommt durch so einen Erfahrungsschatz. Ja, und Technik ist dann auch einfach so dein Steckenpferd oder ja, so deine geheime Leidenschaft? Ich verbinde gerne Technik und Handwerk, ja. Ja, okay. Ja, dann denke ich, ja, ist das Technische Hilfswerk eigentlich so perfekt. Siehst du dich auch noch in den nächsten 10 bis 5 Jahren dann THW? Ja, auf jeden Fall. Okay. Man stellt sein Privatleben ja auch so weit um, dass man sich auch irgendwann ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen kann. Das ist sehr interessant, weil das eigentlich alle sagen. Das finde ich total, total schön, dass das so sehr sich in das eigene Leben gesetzt hat und nicht mehr wegzudenken ist. Kannst du vielleicht dazu noch sagen, was das Ehrenamt also aus dir gemacht hat und darauf folgend, wenn du sagst, ja, ich sehe mich auch noch so in 10 Jahren beim THW, wo du gerne noch hin möchtest, wo du dich gerne noch so weiterentwickeln möchtest? Also auf jeden Fall, auf mich hat das, was wir vorhin schon hatten, mit der Verantwortungsbewusstsein geprägt. Es prägt den Charakter aber auch in so einer gewissen Realität. Ich meine, man ist dann doch schon mit sehr viel konfrontiert und auch viel Ernsthaftigkeit. Das nimmt einem so ein bisschen freie Rumdenken und ach, das könnte ich mal machen und das. Und da sieht man immer auch irgendwo mal ein bisschen die Gefahr und den Realismus. Und in den nächsten 10 Jahren würde ich auf jeden Fall gerne noch meinen Kraftfahrer machen. Ich würde gerne Kraftfahrer werden, LKW. Mhm. Ich würde mich gerne, was Höhenrettung angeht, noch weiter ausbilden. Uff, okay. So eine Sachen stehen noch an. Wenn du jemanden von einem sehr prägenden Moment aus deinem Ehrenamt erzählen würdest, was würdest du erzählen? Da würde ich von einer meiner ersten Feuerwehrbereitschaften erzählen. Wir kommen ja sonst nicht so regelmäßig in Katastrophen und da haben wir eine Kooperation mit der Berliner Feuerwehr, dass wir uns einmal im Monat, das ist jetzt bei uns im Ortsverband, eine Feuerwache angliedern und dann mit denen oder für die Einsätze fahren. Da sind wir in eine technische Hilfeleistung M gefahren, einen Verkehrsunfall in Tempelhof. Das war mein erster, jetzt sag ich mal, richtiger Einsatz mit Blaulicht und allem drum und dran. Ja. Dann sind wir vor Ort angekommen und unser Gruppenführer ist ausgestiegen, hat sich ein kurzes Bild über die Lage gemacht und dann gab es die Ärzte Anweisungen und dann sind alle abgestiegen und haben sofort das gemacht, was sie gelernt haben. Es hat reibungslos Hand in Hand funktioniert und es war
ein sehr schöner Moment, weil man dann auch sieht, viel Ausbildung, viel Zeit investieren, bringt doch was, weil das war ein Einsatz in Rekordzeit. Stehst du innerhalb deines Ehrenamtes immer unter Bereitschaft? Prinzipiell ja. Wenn ich mich nicht krank oder in Urlaub gemeldet habe, könnte jederzeit mein Handy klingeln und es könnte heißen, komm mal bitte in den Ortsverband, wir haben was zu tun. Prinzipiell achten wir darauf, dass man möglichst dann auch Einsatzkräfte nimmt, je nach Einsatzlage, die Ortsverband nahe sind. Ich meine, ich kann mit meiner Arbeit ja auch nicht immer garantieren, dass ich jetzt direkt um die Ecke bin. Prinzipiell, wenn wir aber wissen, dass es größere Gefahrenlagen gibt oder gerade ein Unwetter, gibt es durchaus Erhöhungen von Bereitschaftsstufen. Also, dass man sagt, hey, sei mal bitte so lieb und verlass nicht das Land oder nicht die Stadt und hab dein Handy griffbereit. Oder dass man so weit geht und sagt, hey, wir sammeln uns im Ortsverband, wir sind einsatzbereit an unseren Fahrzeugen und warten nur darauf, dass es losgeht. Ich mache ganz normal wie alle anderen auch und wenn es klingelt, dann klingelt es und dann lasse ich alles stehen und liegen und bin weg. Okay,